Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing-Video. Und ihr seht es wahrscheinlich im Titel und hier stehen, wir unboxen heute meinen neuen Bildschirm, den ich mir bestellt habe. Den packen wir jetzt zusammen aus und werden ihn aufbauen. Let's go. Vorab, dieses Scheißteil ist richtig schwer. Bei manchen ist es immer so und das ist wirklich so. Definitiv nein. Natürlich wollte ich ein Unboxing-Video machen. Aber jetzt muss ich gucken, wie zur Hölle ich den Scheiß öffnen muss. Ah ja, boah. Das heißt, da kommen wir mit der Schere rein. Hier ist das, was wir durchschneiden müssen. Dann sind jetzt hier zwei Dinger. Ich hoffe, ich habe nicht die falsche Seite jetzt geöffnet. Das wäre mega beschissen. So, Alter, das ging ja schon relativ schnell. Ich glaube, das war's, was wir machen müssen. Steht hier, hier steht irgendwas. Boah, Digga, scheiße, jetzt kriege ich die Kacke nicht auf, weil das krumm ist, ne? Genau. Das soll natürlich nicht so sein. Okay, so. Okay, ich bin auf dem Bett, also eigentlich kann mit dem Bildschirm nicht groß was passieren. Egal, wie rum er jetzt rauskommt, kann ich falsch herum, aber ist scheißegal. Ich glaube, ich muss mir mal hier mehr Platz schaffen. Ansonsten wird das hier nichts. Ist echt nicht klein, der Junge. Ein 27er Zoller. Oh, Junge. Oh, das ist echt nicht mehr normal, der ist so richtig schwer. Was soll das denn jetzt hier? Ey, freut dich. Hoffentlich. Noch ein bisschen über der Ruhe. Natürlich bewegt sich das nicht von selber, das heißt, wir müssen jetzt selber testen. Ja? Oh, ich stehe überhaupt auf meinem Bett, ist natürlich scheiße, aber gut, das soll ich machen. So. Oh. Oh. Okay. Das ist der Karton, meine Lieben. Weg mit der Kacke. Wir drehen es mal langsam um. Oder hier ist halt auch nicht der Bildschirm. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal einige Kabel. Ich glaube, ich weiß nicht, was ist denn Kabel? Ist das DisplayPort? Ich würde sagen, das ist DisplayPort. Das hier ist... Was ist das DisplayPort? Ist das HDMI oder DisplayPort? Eins von beiden ist das. Genau. Dann haben wir hier eine Beschreibung mit einer CD. Ich denke, die brauchen wir nicht. Dann haben wir natürlich das Stromkabel, brauchen wir. Und dann nochmal ein Stromkabel. Das ist eine Steckdose und das muss jetzt hier dran. Irgendwie. Das sind auf jeden Fall Deckkabel und bla bla. Das heißt, wir fangen jetzt mal an. Seht ihr das noch? Ja! Dann schneiden wir das hier halt auf. Bumm. Easy Snack. Dann haben wir jetzt hier unseren Fuß. Den finde ich, sieht auch schon eigentlich mega nice aus. Dann haben wir jetzt hier auch noch was. Oder ist das der Bildschirm? Hier ist der Bildschirm. Geil, der ist auf jeden Fall da. Das ist gut. Nein, doch. Okay, ein Styropor, scheiß Teil habe ich weg. Das ist gut. Oh, Leute, das ist ja mega. Oder? Nee, das, ach so, ich dachte, das wäre die Wandbefestigung, aber das ist das. Dann müssen wir jetzt nur mal versuchen, den Bildschirm hier rauszubekommen. Der sieht sehr, sehr groß aus. Alter, hat der viele Anstecker. Ey, Bruder. Geil. Ich hab ihn. Alter, ist das schwer. Das Stück Scheiße kann auch weg. Das kann auch weg. Das sind jetzt alle Teile, die wir brauchen. Hier ist der Bildschirm drin. Oh, ja. Er ist curved. Ich pack ihn mal aus. Oh, Alter, wie geil. Der sieht da mega geil aus. Schaut euch das an. Kann er nicht lange hochhalten. Schaut euch das an. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier ist rot. Das sieht besser aus. Das sieht geil aus. Das zeige ich euch nachher. Wenn er aufgebaut ist, das sieht man wahrscheinlich dann besser. Das ist, der sieht einfach mega fett aus und ist auch schwer. Ich würde sagen, wir bauen jetzt den Fuß dran. Ja, am Bett am besten. Nein, doch. Ich pack jetzt erstmal das aus und dann gucke ich, was ich machen muss. Der Bildschirm an sich sieht schon mal heile aus. Das ist die Hauptsache. Das ist dieser Fuß. Klippt man das nur rein? LOL! Ja moin, ich dachte, ich müsste jetzt hier irgendwas festschrauben. Nee, einfach nur einklicken und drin. Ich kann jetzt schon mal sagen, dieser Bildschirm ist ein AOC-Bildschirm. Wie er genau heißt, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich finde das einfach nur geil. Bis jetzt, vom Aussehen zumindest schon mal. Wie er nachher in der Performance ist, werdet ihr gleich sehen. Aber das werde ich noch alles zeigen, weil das ist ja auch das, was man wissen will. Ne? Ich mache ja auch nicht nur die Videos, um euch zu zeigen, ey, guck mal, Maschallah, ich kann mir sowas leisten. Nein, das mache ich ja nicht, sondern ich will es mit euch einfach teilen, was ich mir gekauft habe. Und dann auch sagen, ey, das Produkt ist gut oder scheiße. Und das ist mein neuer. Schaut euch dieses Friesenvieh an. Das ist 27 Zoll. Das ist 1440p mit einer Millisekunde, 144 Hertz. Hat HDMI, soweit ich weiß, auch DisplayPort. Ist 27 Zoll. Ich werde den jetzt anschließen, beziehungsweise ich werde gucken, wo ist hier denn der richtige Anschluss? Es sind so viele fucking Anschlüsse, das ist echt nicht mehr feierlich. Okay, ich würde sagen, ich baue den jetzt mal auf, aber ohne Kamera. Und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis, wie es dann jetzt aussieht. Let's go. So, der Bildschirm ist aufgebaut. Es hat sehr lange gebraucht, diesen Bildschirm aufzubauen. Es ist sowas von ungewohnt, einen größeren
anderen Bildschirm zu haben. Vor allen Dingen ungewohnt, dass dieser Bildschirm curved ist. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie der Bildschirm so hier aussieht. Und ja, also das, was ich euch zeigen kann, so sieht das im Monitor aus. Man sieht die Krümmung ein bisschen. Man sieht, wie groß er ist im Vergleich zu ihm. Ja, ist ein sehr großer Größenunterschied. Dann kann ich den ganzen noch nach hinten und nach vorne bewegen. Also jetzt den hier, sprich nach vorne senken und nach hinten senken. Und den kann ich natürlich noch runter, weiter runter und weiter hoch machen, was natürlich gut ist. Ihr seht jetzt natürlich nicht so viel krass viel. Hier ist ein bisschen rot, das seht ihr so. Wenn ich jetzt mal das hier schließe, beziehungsweise minimiere, so sieht das Game jetzt auf dem Bildschirm aus. Also es sieht komplett anders aus. Ich werde jetzt nach diesem Video dann auch bei OBS 1044p einstellen. Das nimmt ja gerade nur in 1080p auf. Aber gut, die Kamera ist ja auch erstmal 1080p, wo ich gerade nur mit aufnehme. Von daher ist das halt so jetzt erstmal. Ich werde mir auch keine neuen Kameras jetzt bestellen, damit die auch 1040p und 60 Hertz haben. Das werde ich nicht machen. 1080p und 60 FPS bleiben die hier. Das heißt, es gibt ab sofort jetzt Videos in 1040p. Aber es werden noch ein paar alte Videos kommen, die in 1080p sind. Also nicht wundern, wenn das Video nicht in 1040p ist. Das hat schon seinen ganz großen Grund. Ich habe halt noch eine LS19 Farmers RP-Folge. Natürlich in 1080p mit dem ganz alten Mikrofon noch. Die muss ich halt einfach nur mal schneiden, damit die mal rauskommt. Ich will jetzt natürlich alle 1080p-Videos, die ich mal aufgenommen habe, veröffentlichen, damit dann mal der Content anfängt, wo nur 1040p... wo nur 1440p Videos kommen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Der Bildschirm ist mega krass geil. Das werdet ihr in den nächsten Folgen sehen. Jetzt kommen erstmal nur noch alte Videos in 1080p. Also, ne? Oder wie jetzt das BeamGK-Video, was wir auch aufgenommen haben. Was jetzt nicht so extrem spannend war, aber wichtig ist, kommt ja wie immer in 4K. Natürlich, wenn ich jetzt der 1040p Monitor habe, werde ich das auch in 1040p rendern lassen, weil halt 1080p einfach so pixelig ist. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich nicht das Problem mehr. Wenn es jetzt immer noch pixelig ist, weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Auf jeden Fall, ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung zu dem Bildschirm in die Kommentare. Vielleicht blende ich hier noch ein paar Bilder ein. I don't know. Von meinem Handy oder irgendwie sowas. Dann würdet ihr das jetzt noch gerade eingeblendet sehen. Ihr würdet mich also gerade nicht mehr sehen. Nur noch die Bilder und oder Videos, was auch immer ich mache. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.